Moin Leute, was geht? Die Kartenwelt ist mit einem erneuten Video für euch am Start. Und zwar hier und heute mit der Match Attack Saison 2009-2010 von Tops. Ja, mit einem 15 Booster Unboxing. Die Verteilungen früher haben so ausgesehen. Wer sich das durchlesen möchte, kann gerne pausieren und sich das durchlesen. Ja, aber ich würde sagen, beginnen wir mit dem ersten Booster. 15 haben wir hier. Und ja, erster Booster beginnt jetzt. Haben wir hier gleich einen Live-Code. Kevin Kurani, unser Nutellamann. Mathiessen für Hamburg. Dann haben wir hier das Eintracht Frankfurt-Logo. Dedic für Bochum. Schulz für Hannover und Arango für Gladbach. Zweiter Booster. Beginnt mit Mohamed für Köln, Nilsson für Hoffenheim, ein Spieler von Mainz, Pekovic Starspieler für Mainz 05. Dann haben wir hier Bieler für Nürnberg, Sebastian Kehl für Dortmund und Mavrai für Bochum. Dritter Booster. Beginnt mit Kahlenberg für Wolfsburg, Hainal für Dortmund, Stuttgart Mittelfeld. Haben wir hier Hleb für Stuttgart als Starspieler. Dann haben wir hier Amri für Mainz, Pejcinovic für Hertha und Fasanen für Werder Bremen. Nächster Booster beginnt mit Christian Fuchs für Bochum. Dann haben wir hier Matt Moore für Gladbach, Gonzalo Castro für Leverkusen, Castelen für Hamburg, Safai und Rosenthal für Hamburg. Nächster Booster beginnt mit einem Live-Päckchen. Dann haben wir hier Tesche für Hamburg, Hugo Almeida für Bremen, nochmal ein Spieler für Bremen, Club 100 Mesut Özil von Werder Bremen, natürlich eine schöne Karte. Dann haben wir hier Pliatzikas für Schalke, Friend für Gladbach und Friedrich für Leverkusen. Nächster Booster Borja für Mainz, Stein für Hertha BSC, Toni Kroos hier noch als junger Spieler für Leverkusen, Moreno für Bremen, Tobias Weiß für Hoffenheim und Polanski für Mainz 05. Nächster Booster beginnt wieder mit einem Live-Päckchen. Dann haben wir hier Marcel Janssen für Hamburg, Forsa für Hoffenheim, Abwehrspieler Arne Friedrich als Matchwinner für Hertha BSC Berlin. Dann haben wir hier Steinhöfer für Frankfurt, Oba Dabrowski für Bochum und Jerome Boateng für Hamburg. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Booster. Beginnt mit Schwab für Leverkusen, Maltritz für Bochum, Abwehrspieler von Frankfurt, haben wir hier Mike Franz als Starspieler, Forsell für Hannover, Franck Ribéry für Bayern und Tim Wiese als Basekarte für Bremen. Nächster Booster beginnt mit Kobiashvili für Schalke, Mario Gomez für Bayern, Köhler für Frankfurt. Dann haben wir hier Hasemian für Bochum, Josué für Wolfsburg und Borowski für Bremen. Nächster Booster Elson für Stuttgart,
Risse für Nürnberg. Dann haben wir Barrios für Dortmund. Wasowski für Frankfurt, Hilbert für Stuttgart und Kayo für Frankfurt. Nächster Booster. Beginnt wieder mit einem Live-Code. Dann haben wir Preis für Köln, Karhan für Mainz. Angriffsspieler haben wir hier Bechmann als Matchwinner für Freiburg, Edin Dzeko für Wolfsburg hier noch, Schlaudra für Hannover und Valdez für Dortmund. So, unser 12. Booster. Beginnt mit Obasi für Hoffenheim. Dann haben wir hier Bastians für Freiburg. Mittelfeldspieler haben wir hier Michael Bradley für Gladbach als Starspieler. Reko für Köln. Rakitic für Schalke und Hitzlsperger für Stuttgart. Nächster Booster, der 13. Booster, beginnt mit Raphael für Hertha BSC. Dann haben wir hier Bechmann für Freiburg, Kiesling für Leverkusen, Manche für Köln, Schäfer für Wolfsburg und Pinto für Hannover 96. Unser vorletzter Booster beginnt mit Moravec für Schalke, Marvin Matip für Köln. Dann haben wir hier Herwagen für Bochum, Bieler für Nürnberg, Sebastian Kehl für Dortmund und Mirgim Mavrai für Bochum. So, jetzt haben wir hier unseren 15. und letzten Booster für dieses Pack-Opening. Beginnt mit Makoto Hasebe für Wolfsburg. Gerald Asamoah, eine echte Schalker-Legende. Dann haben wir hier Luca Toni, Drobny für Hertha. Dann haben wir hier De Jager für Wolfsburg. Und unser letzter Spieler ist Jean-Sebastian Jaurès für Gladbach. Ja, und damit soll es das auch schon gewesen sein mit unserem 15 Booster-Unboxing der Match-Attack-Saison 2009-2010. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Eure Kartenwelt.